Hola, Chicas, und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 3 Inselparadies. Ja, ich weiß, es ist lange her, dass ich mal aufgenommen habe, weil meine Stimme am Arsch ist. Okay, man hört es jetzt vielleicht nicht so extrem, aber ich war so 2 Wochen lang die ganze Zeit erkältet. Das fand ich nicht so geil. Und kaum kommt dieser komische Meerjungfrau-Mann-Typi dazu, kackt er sich erstmal mit dem Pferd ein. Ja, toll. Klappt ja sehr gut. Ja. Also ich war erkältet und das war alles nicht so schnieke, weil ich da eigentlich fast gar nicht sprechen konnte, weil ich alle 2 Minuten gehustet habe und das war dann ein bisschen scheiße. Aber jetzt geht es wieder, also kann ich jetzt wieder rumlabern und die komische Scheiße habe ich hier irgendwie auch noch stehen. Und das Telefon macht komische Geräusche, die ganze Zeit so. Und das Teil sieht irgendwie aus wie so eine Chimäre oder so. Nein, nicht Chimäre. Wie heißt der Teil? Diese komischen Teile, die auch immer auf so antiken Gebäuden sind. Ich weiß, das weiß jetzt kein Mensch, was ich meine. Aber von oben sah das irgendwie aus wie so ein mystisches Fabelwesen. Also diese komische Kappe da. Kappe. Besonders Kappe. Ja. Dieses komische Paket von Studentenleben, was da schon seit Tagen rumgammelt. Und der macht einfach so Luftkörbe. Yeah, cool. Und ich habe mir direkt ein Thema ausgedacht, worüber wir mal reden könnten. Es geht nämlich um das neue Add-on, was rauskommen wird. Das kommt nämlich am 24.10. raus. Was heißt genau in 2 Wochen. Und das werde ich natürlich direkt in mein Let's Play aufnehmen. Und darüber möchte ich gerne mit euch reden, weil das hört sich eigentlich ziemlich interessant an. Das heißt ja Into the Future Shit und so. Boah, Telefon! Und da kann man ja dann so Zeitreisen machen. Und das hört sich eigentlich ziemlich interessant an, finde ich. Besonders weil es jetzt nicht so ein nachgeahmtes Add-on ist, was es schon mal gab und was einfach nur neu aufgesetzt ist. Wie zum Beispiel jetzt tierische Scheiße da, wie es das auch bei Sims 2 gab, sondern das ist ja wirklich diesmal ein ganz neues, so mit Zeitreisen und futuristischen Gebäuden und Robotern und der ganzen anderen Scheiße. Und wo hängt die jetzt bitte wieder ab? Was macht die da? Wieso? Und mir ist aufgefallen, ich habe die Sim Frederike genannt. Und jetzt durch diese Kurse habe ich auch so eine Frederike kennengelernt. Irgendwie komisch. Mysterious shit. Und das noch gruseligere ist, dass diese Frederike Geschichten schreibt. Und da hat sie damals eine Geschichte angefangen, in der die Hauptcharakterin Lisa heißt. Noch scarier. Aber wie auch immer. So, wir räumen jetzt erstmal. Nee, warte, wir räumen gar nicht die Scheiße weg. Nö, der geht einfach dran vorbei. Lass die Zeitung da einfach vergammelt schön. Ja, ist doch nett, ne? Also, ich erhoffe mir eigentlich von dem neuen Addon ziemlich viel. Gerade weil das jetzige irgendwie so ziemlich scheiße ist. Also, ja, gut, scheiße kann man nicht sagen. Inselparadies ist ja kein schlechtes Addon, aber es ist jetzt auch nicht gut. Also, ich habe mir mehr davon erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ich habe nämlich eigentlich darauf gehofft, dass man mehr Interaktion hat, weil so kann man irgendwie nicht so viel machen. Und gerade wo wir bei Interaktion sind. Was? Ah, hatte ich ins Herz geschlossen. Oh, jetzt sind die Freunde vor Eva. Geil. Ja, also ich habe mir irgendwie davon mehr erhofft, dass man halt mehr machen kann. Weil so ist es zwar schön und nett, dass hier Strände sind. Und das mit dem Tauchen finde ich auch eine coole Sache. Aber das meiste ist einfach nur so fast wie Deko. Und damit kann man nichts anfangen. Und dafür ist der Preis wohl deutlich zu hoch. Da aber, ja, was soll's. Ich wollte nämlich auch noch ein paar Sachen ausprobieren, bevor wir in das andere Addon reingucken. Weil es gibt ja noch einige Sachen zu tun, die ich euch noch gerne zeigen wollte. Mit dem Boot unter anderem. Weil ich habe ja immer gesagt, ich kaufe ein Boot. Und ich war dazu bisher einfach zu doof. Das ist wirklich genius. Und ich wollte ja auch mal in so ein Resort gehen und so eine Kacke. Und ich wollte an einem Pferdewettbewerb teilnehmen. Aber da hat mir ja, glaube ich, irgendeiner gesagt, dass man in die Stadt an sich muss. Und wieso klicke ich einfach so vollkommen daneben? Also man muss, glaube ich, bei Stadt bearbeiten und dann irgendwie so einen Reitscheiß hinzufügen. Also, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Nur ich habe da irgendwie alles falsch gemacht, sowieso. Ich habe ja sowieso keine Ahnung von nichts. Und ich wollte ja ein Resort kaufen, das habe ich ja eben schon mal gesagt. Weil es ist bestimmt cool, so eine Resortleitung zu übernehmen. Und ich habe auch keine Ahnung, was man dafür Aufgaben hat. Nur wir haben halt nur noch diesen Part und den nächsten Part dafür, weil dann kommt ja das neue Add-on raus. Und deshalb muss ich mich so langsam ein bisschen zaunen. Ja, klick schon wieder daneben. Ah, du bist doch schlau, Lisa. aber man kann davon irgendwie nichts kaufen. Ja, okay, man kann es schon kaufen, aber das ist doch kein Resort, oder? Das Teil, was ich gerade angeklickt habe. Ich habe keine Ahnung. Ja, das Felsenriff möchte ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Wäre vielleicht ein bisschen zu teuer, das ganze Meer zu kaufen. Aber nur so ein bisschen.
Also great shit. Ja, komm. Wir machen jetzt einfach mal die Stadt bearbeiten. Das habe ich noch nie gemacht. So voll new moment. Wow. Und ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt lädt das bestimmt erstmal so eine halbe Stunde, wie man das ja von Sims kennt. Bestimmt immer so, wenn ich offline spiele, da ist es immer so, oh yeah, das lädt einfach in 3 Sekunden. Und wenn man so aufnimmt, dann braucht es immer so eine halbe Stunde. Und dann macht das Spiel das einfach extra, um einen zu triezen. Also das ist irgendwie immer so. Ja, nettes Spiel, so muss das sein, ne? So, da gucken wir doch jetzt einfach mal, wo man so komisches Reitstadion-Scheißteil da holen kann. Schwimmende Festung. Aquaholic! Oh Gott, was für ein bedeuter Name. Aber hier gibt es so komische Boote. Ey, was nützt das denn jetzt bitte? Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Und besonders, wo wir die ganzen Sachen herkriegen. Und was, wieso steht da was mit Cornflakes? Hä? Verstehe ich nicht, ey. Voll scheiße. Rosenhafen. Oh Gott, was ist das alles? Und vor welchen Add-ons sind die überhaupt? Ich kenne die ganzen Symbole ja gar nicht. Was? Verlobungsbungalow. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Ja, genau, kaufen die sich so extra ein Bungalow zur Verlobung, dann kaufen die sich noch einen zur Hochzeit, dann kaufen die sich noch einen zum Kinderkriegen oder was? Und da ziehen die jetzt mal so um, einfach nur um einen Bungalow zu haben, wo man extra für bestimmte Ereignisse hingehen kann. Also da muss man ja mal richtiger Bonze für sein. Ja, ich kaufe mir jetzt einen für den Tod meiner Oma. Ich kaufe mir einen für die Einschulung meiner Tochter. Ey, was für eine Scheiße. Ja, ja, Hochzeitstorten-Cottage. Ernsthaft? Das ist einfach nur bescheuert. Jetzt wirklich. Wer stimmt mir da nicht zu? Ja, alle stimmen mir zu. Es hat sich keiner gewehrt, also habe ich recht. Finde ich gut. Ich weiß, ich bin sehr gut im Argumentieren. That's it. Oh Gott. Aber was ist das hier alles für eine Scheiße? Guck mal, hier haben alles Mögliche, aber kein Reitpark. Ist klar. Oder ich bin wahrscheinlich einfach nur zu doof, um das zu finden. Kann auch sein. Ich glaube, es nützt aber leider nichts mehr, wenn mir das jetzt jemand in die Kommentare schreibt, weil es dann wahrscheinlich zu spät sein wird. Und ich habe gedacht, ich wechsle dann in die andere Familie. Wenn Dingens, Bummens, was soll ich jetzt sagen? Ich wechsle dann in die andere Familie wieder rüber, wenn dieses Into the Future Pack kommt, weil ich die Familie eigentlich lieber mochte, weil die Familie ist ein bisschen lame. Und wir wollten uns ja eigentlich nur den Job angucken, also dieses Rettungsschwimmer und auch mit dem einen Typ so Sport-Action machen und so tauchen gehen und so ein Gedöns. Und das haben wir eigentlich im Grunde abgeschossen. Nur den Rest müssen wir uns halt eben noch anschauen. Nur das mit dem Pferd scheinen wir irgendwie zu verkacken. Aber vielleicht möchte ich das irgendwann anders noch. Und ich wollte das ja eigentlich auch mal zeigen, wenn man vom Meerjungmann verwandelt wird. Ich weiß ja gar nicht, ob das überhaupt geht. Aber ich glaube, wir schauen uns das dann einfach im nächsten Part an. Da schneide ich einfach so alles aneinander, alle geilen Ereignisse. Und ihr dann so, ah, Lisa, du bist auch geil. Und ich dann so, ich weiß zwar nicht, was es gerade mit dem Thema zu tun hat, aber egal. auf jeden Fall denke ich dann, ich schneide das einfach zusammen und dann könnt ihr auch noch die Highlights quasi hier raus sehen. Ach, das wäre auch mal eine Idee. Ich könnte ja eigentlich mal so ein Dingens, so ein Best-of machen oder so eine Scheiße. Das machen momentan irgendwie voll viele. Und dann alle meine Highlights da reinklatschen. Was haltet ihr denn so davon? Würde mich mal interessieren, weil ich finde das eigentlich immer cool, so eine Highlight-Sammlung zu machen. Das habe ich ja damals auch mal bei Super Meat Boy gemacht, mit so Schreien, die ich dann gemacht habe. Also ich hatte ja alle möglichen Schreie und dann habe ich so ein Special daraus gemacht. Und das wollte ich auch damals bei Sky of Sword machen, bin schon aber nicht zugekommen. Also das wollte ich immer schon gerne mal machen von so einem Let's Play, so quasi so eine Zusammenfassung mit Best Moments. Also immer cool, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr euch das vielleicht wünscht und ob ihr dann einzelne Momente gerne haben würdet, also immer so einzeln in Videos verpackt. Also so ein paar Sekunden Videos, die man dann einfach schnell reinziehen kann oder ob das eben so eine ganze Complete Edition aus allen Best of Moments sein soll. Also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil ich fand die Idee eigentlich immer schon ganz cool und würde die auch gerne selber mal umsetzen. Da kann man ja mal gucken, ne? Ah, warte. Ah, das kann man kaufen, oder? Kann man? Ich meine schon, ne? Also, es tut mir jetzt leid, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich muss jetzt ein bisschen cheaten, weil wir haben wirklich nicht genug Geld dafür, um uns das einfach mal eben so leisten zu können. Und ich cheat wirklich nur so viel, wie nötig ist. Also, nimmt mir das bitte nicht übel, weil den Rest, damit mache ich dann auch nichts. Damit wir das hier schön kaufen können, weil das ist jetzt einfach nur, um euch das schön vorführen zu können, damit wir sagen, ja, haben wir auch abgehakt, eine Resortführung einfach mal eben machen. Und ja, tut mir jetzt leid, dass ich so ein doofer Cheater bin, ich mag das ja selber nicht. Ich habe ja früher
ehrlich gesagt Sims immer mit Cheaten gespielt, aber irgendwann wird es halt auch langweilig. Und ich sag mal, das ist jetzt eher so eine Art Kompromiss, weil ich das Geld halt nicht permanent cheate. Weil das ist irgendwie auch doof, wenn man die ganze Zeit hier einfach nur so rumharzt und dann trotzdem Money kriegt. Also fast wie in Deutschland. Und so. Naja, könnte man anders machen, aber egal. Ich versuche jetzt einfach mal ein Schiff zu kaufen. Wir arbeiten jetzt quasi unsere ganze Check-up-Liste ab, weil ja alle gesagt haben, oh, kauf dir mal ein Schiff, bla bla bla. Und ich meine, es hat irgendjemand gesehen, dass man so ein Auto dafür braucht oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert, aber egal, wir schauen einfach mal. Ne? Okay, ach, man muss das im Meer platzieren. Ja, klar. Ich verlängere mein Grundstück mal eben bis ins Meer. Ja, genau, da habe ich auf jeden Fall Geld für. Toll. Funktioniert ja sehr gut. Ah, ach, sowas gibt's ja auch noch. Ach, ups. Das habe ich natürlich gewusst. Ach, was soll's. Dann machen wir das halt eben so. Und ich kaufe mir jetzt einfach ein Schiff, was nicht zu teuer ist, damit ich gleich noch ein bisschen Geld übrig habe. Aber schon ein Schniekers. Wie ist denn damit? Ja, wir haben auch ein Jetski. Yeah, cool. Ja, dann haben wir jetzt ein Schiff und ich habe keine Ahnung, was es bringt. Also lassen wir es einfach da rumgammeln, bis es umfällt. Ja, bis es umfällt besonders. Das fährt dagegen und ist tot oder so. Was war das denn gerade für eine makabre Scheiße? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Slow-Mo-Shit. Oh, die liegen in einem Bett? What? Komisch. Und der eine steht einfach so mitten in der Nacht auf. Das macht er einfach immer. Weil der irgendwie so Schlafstörungen hat oder so. Ah, Weintrauben-Shit. Und besonders war der Hungerbalken eben noch komplett so voll. So richtig so. Ich hab geil gegessen und jetzt auf einmal ist er so vollkommen leer. Toll. Glückwunsch zu deinem neuen Resort. Oh, jetzt einfach denselben nehmen. Ich bin kreativ. Nee, wir nehmen jetzt einen eigenen Namen. Jaile Bude. Nee, warte. Es müssen so viele E's sein, wie U's da sind. Aha. Finde ich gut. Ich weiß, das ist kreativ. I know. Da kommt jetzt bestimmt jeder hin aufgrund des geilen Namens. So, ich gucke mir jetzt mal an, wie man das denn hier machen kann. Verdiene dir ein bisschen Geld nebenbei. Ist er behindert? Ich will mir doch kein Geld nebenbei nur damit boah, verdienen. Also wenn ich mir doch so ein Mega-Resort für 250.000 Simoleons kaufe, dann soll das doch mein Haupteinkommen sein. Ey, was ist das denn bitte für ein Spruch? Der ist ja mal richtig schlecht. Ja, genau. So Manager von Hotels oder so, die haben sich das Teil dann einfach nur so just for fun gekauft und arbeiten in Wirklichkeit was ganz anderes. Ganz sicher. Ach Gottchen, ach Gottchen. Und wir haben jetzt so ein neues Icon. Da können wir nämlich diese komischen Resorts da ausdingsen. Ja, ich bin gerade ein bisschen zu konzentriert. Also da können wir die halt noch ausrüsten. Und ich glaube, wir brauchen auch noch Personal, ja genau, Personal und so ein Shit, ne? Also müssen wir mal gucken. Weg. Das ging schnell, würde ich mal sagen, ne? Toll. Was können wir denn noch alles machen? Ja, 4-Sterne-Resort. Cool. Das könnten wir aber, glaube ich, schaffen, oder? Was haben wir denn momentan für ein Resort? Können wir mal kurz gucken? Ich glaube, der hatte 3 Sterne gerade. Ich weiß es jetzt nicht 100%, aber ich glaube, der hatte 3 Sterne. Da fehlt uns ja nicht mehr so viel. Oh ja, genau. Im eigenen Wellness-Shit einfach mal kostenlos alles kriegen. Ich glaube, dann wäre ich selbst mein bester Kunde, wenn ich so ein Massageteil leiten würde. Ich habe ja immer Verspannungen. Nein, ohne Scheiß, ich habe wirklich immer Verspannungen. Oh, perfekte Geschäftsidee. Ich mache eine Massagebude auf. Und dann nenne ich sie auch so Jaile Bude. Ach du Scheiße. Ja, und alle meine Abonnenten kriegen eine kostenlose Massage von mir natürlich. So Hot Stone Massage. Dann brenne ich die Steine so an und lege die auf den Rücken von meinen Abonnenten und die verkokeln dann so. Ja, Ich weiß. Die Vorstellung gefällt euch bestimmt sehr gut. Ja, dann wollt ihr bestimmt natürlich auf jeden Fall in meine Jaile Bude kommen. Auf jeden Fall. Okay, hier kann man scheinbar noch irgendwas verändern, so Kaufmodus und so Shit. Aha. Was können wir denn noch alles da reinräumen? Also, ich meine, unser Dingens hat eigentlich fast alles. Ich meine, eine Bar haben wir doch bestimmt auch schon, oder? Haben wir eine Bar? Haben wir eine Bar? Ach doch, ja, da ist diese komische In-Pool-Bar oder so eine Scheiße. Aber Whirlpool, ja, Whirlpool wäre cool. Boah, der ist aber teuer. Der ist auch teuer. Hallo? Sonst noch irgendwas? Ah, eine Rirachrutsch. Ja, genau. Einfach so komische Sandsäcke an die Wand hängen. Ach, das ist ein Whirlpool. Oh, nein, kein Whirlpool. Wie heißt das?
Wasserfall. Ah. Aha. Boah, was zur? Was ist das denn bitte? Ein Megapenis, cool. Ja, genau. Da habe ich natürlich voll viel Platz für diese Scheiße da. Ein Häuschen in einem Resort, was ist das denn? Wer wird denn bitte in so ein Häuschen gehen, wenn die so einen geilen Bungalow da stehen haben? Also die Logik muss mir auch mal jemand erklären. Toll. Egal, dann kaufen wir uns einfach so einen Smexy Pool, auch wenn er mega teuer ist. Ist der vielleicht günstiger? Nee. Toll. Dann nehmen wir das. Ist mir ja auch egal. Und jetzt haben wir fast kein Geld mehr. Oh mein Gott, wir haben nur 2500 Simoleons. Aber ich glaube, so viel Geld hatte ich irgendwie vorher noch nie. Ich habe ja vorher auch die ganze Zeit mal abgekackt, weil ich irgendwie nie Geld verdient habe. Und durchs Cheaten habe ich dann natürlich immer noch mehr Geld, wenn ich noch ein Resort kaufe, ein Schiff kaufe. Und was zur Hölle, ist der behindert? Ja, stell dich im Winter einfach so oberkörperfrei dahin und spiel ein bisschen Basketball. Ach nee, ich hab kein Wärmeempfinden, macht nix. Ja, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worten zusammenfassen soll. Oh ja, sexy Foto. Wie ich einfach immer so hübsche Fotos mache, ne? Immer mit dem Pferdearsch drauf. Ich weiß nicht, wieso auf jedem meiner Fotos ein Pferdearsch drauf ist. Ich weiß nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich weiß es ja wirklich nicht. Und die mit ihrem sexy Rücken frei. Hallöchen und so. Normal. Ach du Scheiße. Wieso sind die alle so unnormal? Ich verstehe es nicht. Und der hat direkt so Schlafstörungen und Essensdruck besonders. Ja, Essensdruck. Cool. Kann ich nicht eigentlich mit dem so Zechtelmechtel und so Shit haben? Nee, ich glaube nicht. Hä? Was ist das denn für eine Beziehung? Aber vielleicht müssen die auch erst altern und ich habe keine Ahnung. Aber das kann eigentlich sein. Nee, das ist ja eigentlich komisch, ne? Ja, dann halt nicht. Aber ich möchte, dass er mich in eine Meerjungfrau verwandelt. Das ist bestimmt voll cool. A Theodore, hat Birthday. Cool. Und wir haben gerade voll viel Money verdient. Und da pisst das Pferd schon wieder. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ah, es ist die schönste Zeit im Jahr, ja. Oh Gott, jetzt nimmt die wieder dieses hässliche, das hässliche Kleid damit. Kann doch nicht wahr sein. Wieso? Irgendwie Gammel. Aber die braucht noch ein bisschen, bis sie älter wird. Und der ist schon so voll old. Eigentlich können wir auch einfach einen Geburtstagskuchen kaufen. Theoretisch. Wieso nicht? Muss man mal überlegen, wa? Voila, ey. Und so. Was machen die denn jetzt schon wieder? Oh Gott, komisches Shit. Ja, klar, spielt doch alle Basketball. Ihr seid doch alle so behindert. Was macht ihr denn? Ach, die stehen anscheinend auf Lungenentzündung. Was soll's? So, wir beenden jetzt hier den Part. Also bis zum nächsten Mal. Na, also bis dann. Ciao.